Sie als Bundeskonventionsbeauftragter machen genau das. Sie helfen bei der Verbreitung. Ganz genau so ist es. Das sind natürlich etwas schwerfällige Begriffe, Verbreitungsarbeit und Bundeskonventionsbeauftragter. Was steht dahinter? Die Genfer Konventionen enthalten nicht nur die Schutzvorschriften, die ich gerade angesprochen habe, sondern auch, sie enthalten auch den Auftrag an die Staaten, diese Regeln zu verbreiten. Diese Regeln bekannt zu machen, in erster Linie natürlich ihren Soldaten, aber auch der Bevölkerung insgesamt bekannt zu machen, damit sich diese Regeln einfach verfestigen. Das ist in erster Linie mal Aufgabe der Staaten. Aber die Rotkreuzbewegung hat sich das natürlich auch zur Aufgabe gesetzt. Und das Deutsche Rote Kreuz ist vom Gesetzgeber im Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz eben beauftragt mit der Verbreitungsarbeit, also mit dem Bekanntmachen der Regeln des humanitären Völkerrechts und der Grundsätze und Ideale der Rotkreuzbewegung. Das ist jetzt im Roten Kreuz so organisiert, dass diese Aufgabe von Konventionsbeauftragten wahrgenommen wird. Konventionsbeauftragte, der Begriff nach den Genfer Konventionen natürlich. Und insofern gibt es Konventionsbeauftragte beim Deutschen Roten Kreuz auf der Bundesebene einen, jeweils auf der Landesebene und auch in Kreisverbänden. Gibt es Personen, die sich engagieren, wie Sie, im Interesse des humanitären Völkerrechts, im Interesse der Menschlichkeit, auch im bewaffneten Konflikt. Auch wenn lange Jahre ja bewaffneter Konflikt für uns in Deutschland sehr weit entfernt war, noch ist es ein Stückchen für uns immer noch entfernt, aber das Thema ist auf alle Fälle aktueller geworden, jetzt in den aktuellen Zusammenhängen mit der Ukraine. Und ich bin eigentlich froh, dass es doch eine ganze Menge Menschen gibt, die sich für dieses Thema interessieren und sich dafür auch engagieren.